Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich einen Lampenwechsel vornehmen würde. Und zwar habe ich neue Lampen gekauft. Das sind, ich muss es mal gucken, das sind diese hier. Auch wieder LED-Lampen. Und die sind etwas heller als die hier oben. Ich wollte es ganz gerne ein bisschen heller haben. So, ich zeige euch noch mal kurz den hier. Wartet mal kurz, mache ich euch noch ein bisschen Licht von unten. So. Ja, die Lampen sollen 320 Lumen haben. Mit 4 Watt sollen sie betrieben werden, also 4 Watt sollen sie ziehen mit 230 Volt. AC werden sie betrieben. Lichtfarbe warm weiß, 2700 Kelvin. E14 ist die Fassung. 8 SMD-LEDs sollen integriert sein. Und die sollen ungefähr die Abmessung so einer kompakten Halogenlampe haben. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Energieeffizienzklasse A+. Und das war's. Von Hytronic das Ganze. Hier rechts habe ich die Halogenlampe und hier links habe ich die LED-Lampe. Wenn man sich die größentechnisch anschaut, dann ist die LED-Lampe etwas niedriger als die Halogenlampe. Okay. Beim Lampenwechsel soll man ja normalerweise die Sicherung, glaube ich, rausnehmen. Das Ganze dann gegen Wiedereinschalten sichern und dann die Spannungsfreiheit feststellen. Aber wollen wir mal ehrlich sein, wer macht das? Beim Lampenwechsel schaltet ihr doch ganz einfach den Lichtschalter aus. Also das Licht und wechselt dann die Lampen. Ganz einfach. Das mache ich jetzt auch in diesem Fall, weil ich nicht die Notwendigkeit sehe, die Sicherung erst rauszunehmen. Das sollte man eigentlich, glaube ich, machen, aber ich mache das jetzt halt Lichtschalter aus und dann. Ja, diese LED-Lampen, die werden nicht heiß. Da kann man so drauf fassen, aber ich schraube euch die mal eben kurz raus. Sollte man eigentlich so nicht machen. Wo habe ich es denn? Ich messe mal kurz nach mit die Temperatur. Ja, das Netzteil kann so heiß werden. Auf über 70 Grad. Hier hinten der hintere Teil. Dieser Teil. So, hier eine Oberfläche. Da sind es nur knapp 40 Grad warm. Aus diesem Grund sollte man die Leuchtmittel, die alten, erstmal abkühlen lassen, bevor man sie aus der Fassung schraubt. Gerade Glühlampen oder Halogenlampen, die werden extrem heiß. Da kann man sich auf jeden Fall die Finger dran verbrennen. Gut, dann schalte ich das Ganze einfach mal aus und warte eine Viertelstunde, bis die da ein bisschen abgekühlt sind. So, ich habe jetzt hier noch eine Taschenlampe. Okay, dann warte ich jetzt eine Viertelstunde ab, bis die hier oben abgekühlt sind. Dann sage ich bis gleich. So, dann will ich mal die Lampen aus der Fassung schrauben. Viertelstunde haben gereicht, genau. Jetzt sind sie wieder abgekühlt. Wollen wir nochmal eben schauen. So. Die Lampen haben 250 Lumen
Und ich meine, ja, 3,5 Watt. Die hier. Gut, dann werde ich die anderen beiden auch noch mal eben draus schrauben. Das wär's erstmal. Und jetzt können natürlich die neuen Lampen installiert werden. So, die neuen Lampen sind drin. Ich muss mal kurz die andere Lampe eben ausschalten. So, da sind die neuen. So. Und es werde Licht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist hell. Ja, wunderbar. Also das ist jetzt auf jeden Fall heller. So habe ich es mir auch gewünscht. Ich bin zufrieden. Na gut, was mit den alten Lampen jetzt passiert, weiß ich nicht. Das sind ja auch LED-Lampen, schlecht sind sie nicht, aber ich wollte es halt ein bisschen heller haben. Und das habe ich ja jetzt auch. Okay, es folgen gleich noch zwei Bilder am Anschluss. Vielleicht könnt ihr da dann den Helligkeitsunterschied ein bisschen erkennen von der alten zur neuen Lampe. Gut. Okay, die Lampen funktionieren. Ein angenehm weißes, warm weißes Licht haben sie. So, jetzt kann man die warm weiße Farbe auch erkennen, die Farbtemperatur. Ich habe das jetzt ganz einfach auf Tageslicht eingestellt. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Licht, muss ich ehrlich sagen. Und mit LED-Licht kann man auch übrigens sehr gut lesen, habe ich festgestellt. Viel besser als mit Energiesparlampen. Okay, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst das Liken nicht. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. 1996 Steffen.